Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Brotherhood. Das letzte Mal sind wir ein paar Türme hochgeklettert, haben ein paar Hauptmänner getötet, wollten eigentlich auf den Turm noch rauf, was uns aber das Spiel nicht gelassen hat. Und jetzt gehen wir hier mal eine neue Mission starten. Ich glaube, das sind die Söldner, oder? Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Zwischen Baum und Borke, den Borgia-Hauptmann eliminieren, der mit seinen Truppen die Kaserne angreift, damit sich die Söldner auf den französischen Angriff konzentrieren können. In Vollsynchron nur, wenn ich den Hauptmann töte. Ja, alles klar. Wo ist denn der? Hallo, Kamera? Darf ich spielen? Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Tschüss. Deswegen konnten wir noch nicht auf den Turm rauf. Okay. Also an den da vorne komme ich nicht vorbei. Dann versuche ich es wieder über Wasser. Weil ich meine, das hier ist ja eigentlich eine relativ machbare volle Synchronisation, nur den Hauptmann zu töten. Deswegen versuche ich das jetzt auch. Wenn ich es nicht schaffe, ist halt nicht traurig, aber... Hey, wenn ich es schaffe, warum nicht versuchen? Weil ich meine, an den Leuten da vorne bin ich ja erfolgreich vorbeigekommen. Wahrscheinlich wieder komplett rumklettern, oder? Ja, natürlich, auf der letzten Seite komme ich hoch. Ah, au. Ja, mein Genick leidet immer noch vom Konzert gestern. So, und hoch hier, und hoch hier, und rüber. In dem Turm ist es auch düster wie im Sack finster, oder? Irgendwo glänzt doch noch. Irgendwo ist hier noch eine Truhe. Und hoch hier. Und den Aussichtspunkt erst einnehmen. Ach so, nee. Ist keine Truhe, ist die Flagge. Und jetzt zünde ich noch den Turm an. Und tada, ohne jemanden zu töten, außer dem Hauptmann. Und damit kann ich jetzt auch wieder locker flockig die Straße hochlaufen, weil hier steht ja keine mehr. Und es ist auch kein Bedrohungsgebiet mehr.
kaufe ich mir hier links direkt auf dem Weg den Schnellreisepunkt. Den renoviere ich direkt. Er wird sich noch etwas brechen. Da. Weiß für 350. So. Weißt du, 350 ist halt nichts. Und dann haben wir den schönen Schnellreisepunkt. Weil wir werden hier garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein. Ah, 1200, scheiße. Steht hier noch irgendwo eine Truhe rum. Na gut, für den Abschluss der Mission kriege ich ja auch noch Gold. Also, wird es jetzt nicht das Drama sein. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Mit dem Architekten sprechen, um die Kaserne der Söldner zu renovieren. Ja, sehr gerne. Und, ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehm diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. So, jetzt kann ich auch diese Kaserne hier kaufen. Ah, oh, und schon wieder ruft er den Gaul. So, hier hole ich mir erstmal ein paar Söldner rein. Und gehe dann weiter. Ich glaube, die Attentatsmissionen hier sind auch ganz cool. Bin mir aber gerade nicht sicher. Doch, Taubenschläge. Wo ist denn der? Hier oben, oder? Und ihr seht und hört, wie der Gaul mir die ganze Zeit hinterher klappert. Neue Erinnerung in Christina verfügbar. Die Christina-Mission. Oh nein. Und dann steht er halt so dämlich im Weg rum. Madonna, hat Machiavelli sich gemeldet? Ja. Die Tauben bringen die Namen päpstlicher Agenten. Das Jubeljahr führt viele Pilger nach Rom. Für Absolution geben sie bereitwillig ihr Geld der Kirche. Das drohende Fegefeuer überzeugt auch die Unentschlossenen. Die Einnahmen der Agenten gehen direkt an Cesare. Bald ist Geld die geringste ihrer Sorgen.
Wo muss ich als nächstes hin? Und wo bin ich überhaupt? Da. Und hier muss ich hin und hier muss ich hin. Okay, und hier gibt es ein Auftragsattentat. Dann hole ich mir erstmal das Auftragsattentat vom Taubenschlag hier drüben. Wo auch immer der sein soll, da oben. Ah, ich sehe ihn. Dann gucken wir mal hier rein. Zu zweit ist man weniger allein. Um die Bürger einzuschüchtern, haben die Börder zwei berüchtigte Wachen angeheuert, die wahllos Zivilisten verprügeln, entfernt sie aus dem Straßenbild, um den Menschen Mut zu machen. Beide Ziele mit der versteckten Klinge ermorden. Ja gut, dann werde ich auch nur mit der versteckten Klinge kämpfen. Okay, der Linke ist der Nächste. Gut. Dann gehe ich zu dem als Erstes. Vielleicht trifft man auf dem Weg ja nochmal eine Bank oder so, dass ich mein Geld abheben kann. Ah, da ist ein Künstler, aber der ist noch nicht freigespielt. Da fehlt mir halt auch gerade das nötige Kleingeld. Wache kommt gleich hier um die Ecke. Oder auch nicht. Aber dafür bringe ich sie um die Ecke. Oh ja, der ging runter wie Öl. So macht man Witze. Pizmeat, schneidet euch davon eine Scheibe ab. Als Nächstes zum nächsten Opfer. Warum bimmeln jetzt die Glocken? Nur weil ich jemanden umgebracht habe? Ist doch übertrieben. Also bitteschön. Hier wird jeden Tag jemand ermordet. Gut, auch erst seit ich dabei bin. Aber hey, hier wird jeden Tag jemand ermordet. Ach ja, ein Aquädukt. Die kann ich auch reparieren. Dafür kriege ich auch sehr viel Geld. Muss ich die Architekten hier mal ansprechen. Das Problem ist, die sind halt teuer wie Scheiße. Oh, hoppla. Falsche Waffe. Ich kann auch gleich mal gucken, wie teuer der Architekt hier ist. Kostet aber schon ein paar tausend. So ein Aquädukt. Ja, okay, 3500 so rum. Sind gar nicht mal so teuer eigentlich. Das geht eigentlich voll in Ordnung. Ach, mit WASD kann ich hier nicht mehr navigieren. Ach, geht mir das auf den Sack. Okay, hier oben ist... Ah, da ist ein Banner. Oh. Ah ne, hier hoch. Ah, da musste ich erstmal fett niesen. So, wer bettelt, wird erschossen. Wieso? Spart man sich eine Rente? Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ich handle doch nur im Sinne der Bürger Roms. So.
Haltet alle, die die Gebäude des Riona als privaten Tummelplatten und Klettergerüsten nutzen, so. Und wo ist der nächste Taubenschlag? Hier in der Ecke. Da mache ich hier noch eine Auftragsattentat und ich glaube, dann ist auch die Folge schon wieder rum. So. Leibeigene. Die Bauern haben es schwer genug, in Kriegszeiten zu überleben, aber die Römer müssen auch noch den Bordern dienen und ihnen hohe Abgaben entrichten. Setzt diesem Unrecht ein Ende. Drei Wachmütter verstecken Klinge am Morgen. Was gackerst denn du da hinten vor dich hin, du Affe? So, erstmal runter. Okay, da haben wir eins der Ziele. Zack, Nummer eins. Zack, Nummer 2. Zack, Nummer 3. Vier. Fünf. Sechs. Und volle Synchronisation. Oh, Medizin voll, aber dann kann ich auch gleich mal noch mal eine nehmen. Ach, schön. So, wohin geht's als nächstes? Und ich würde mal sagen, hier zur Bank. Um dort Geld abzuheben. Holen wir uns dort schönes Geld ab. Und dann, jo, kaufen wir noch ein paar Geschäfte auf. Hier so easy hoch? Ne, ich glaube nicht. Ja, ich nehme lieber einen Umweg, ehe ich mich hier verkünstel und am Ende doch nicht hochkomme, um dann in, weiß nicht, 10 Minuten einzusehen, komme ich doch nicht hoch. Ja, gut, kaufst du dir, läufst du vielleicht mal außen rum. Muss ja nicht sein. So. Und OBS minimiert mir mal wieder das Spiel. Lieber OBS. So. Und ab zum Fabro. Immer weiter den Wert Roms steigern. Welche unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Ungläubige. Ihr werdet mich für... Verehrte Ungläubige. Das hat gerade so schön zusammengepasst. Nee. Kauf mir hier einen Kunsthändler. Naja, Herold, ich krieg ja sowieso noch keine Aufmerksamkeit. Ist das Coole am Anfang? Da kriege ich noch keine Aufmerksamkeit. Später kriege ich dann auch wieder Aufmerksamkeit. So hält man sich halt diese Bettler vom Leib. So, und das Gute ist, dass wir jetzt einen Kunstländer haben, weil dann kann ich auch mal hier reingucken, ob ich mir vielleicht ein paar Bilder kaufen kann. So, Gemälde. Vermählung Maria. Und Sankt Sebastian. Pietro Bembo, ja, ein berühmtes Porträt, und Madonna del Cadellino. Kenne ich nicht. Gutes Fraktionsgebäude kann ich hier nicht kaufen. Rom zu 25... Ach nee, den Bezirk hier zu 25% wieder aufgebaut. Und der Schmied. Ja, zu dem kann ich noch in der Folge gehen. Genau, Kampagne zu 25% erneuert. Ach, und das hier ist eine Leonardo-Bank. Auf den können wir dann später Leonardo da Vinci treffen. Wisst ihr aber nicht von mir. Wo ist der Schmied? Ich glaube, der ist hier um die Ecke. Nein, ich heiße ja nicht Hellam nach Vornamen. Wegen von Sinn.
Nicht witzig, ich weiß. So. Und mit diesem renovierten Schmied bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.